Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play No Man's Sky. Ich starte jetzt wieder in den Himmel von diesem Eisplaneten aus. Starte ich jetzt. Da sind irgendwie so komische blaue Zapfen. Da frage ich mich so ein bisschen, was ist das? Ah, Moment, da ist Technologie da unten. Da müssen wir jetzt doch nochmal landen. Okay, ich gehe jetzt erstmal zur Technologie. Da hinten. Und dann gehe ich nochmal zurück zu diesem blauen Kristall und dann hauen wir hier ab. Beschädigte Maschine durchsuchen. Bauplan für beschleunigtes Feuer und Tau. Guck mal, das könnte ich auch bauen. Beschleunigtes Feuer und Tau. Was habe ich denn jetzt eigentlich bei Multiwerkzeug drinne? Nachladebeschleuniger Sigma. Wir zerlegen den mal. Nachladebeschleuniger Sigma. Reichweitenerhöhung Sigma. Die Ausspielreichweite des Scanners wird erhöht. Das ist cool. Das machen wir mal. Schauen wir mal. Ah, schaut mal. Da hinten ist mir jetzt eine Ruine angezeigt. Nice. Ich glaube, ohne diese Reichweitenerhöhung hätte ich das jetzt nicht gefunden. Aber wir machen mal Folgendes. Ich gehe jetzt trotzdem noch mal kurz zu diesem komischen blauen Kristall, den ich da gesehen habe. Was ist das hier? Eisen? Da war irgendwo so ein blauer, spitzer Kristall. Der hier nehme ich. Chrysonit. Sauber, das können wir mal mitnehmen. So, und jetzt fliegen wir nämlich zu dieser Ruine, die da ist. Wo waren die jetzt? Wo ist jetzt mein Raumschiff? Da. Da ist die Ruine. Da will ich unbedingt hin. Da können wir nämlich Wörter lernen. Das ist ganz wichtig. So. Steigen wir mal ein. Nochmal scannen. Starten. Jetzt sehe ich die Ruine nicht mehr. Jetzt wird mir das nicht mehr angezeigt. Ah ja, da drüben. Ankunft. Das muss die Ruine sein. Oh, oh, oh. Was ist jetzt los? Da ist die Ruine. Das ist bestimmt die Ruine. Fliegen wir mal ein Stück schneller. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ist es eine Ruine? Oh Gott, das ist unter Wasser. Das ist wirklich unter Wasser. Moment mal. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Landesequenz wird eingeleitet. Über Wasser? Okay, gut. Ich habe den richtigen Punkt erwischt. Schauen wir mal. In 33 Sekunden komme ich da unten an. Mal gucken, wie ist denn das? Kann ich da unten tauchen? Boah, krass. Dass es auch eine Unterwasserwelt gibt, ist echt heftig. Wie schnell geht denn mein Sauerstoff runter? Okay. Es geht recht schnell. Ah ja, wir haben es geschafft. Eine Ruine. Sauerstoffschutz bei 75%. Als ich den Obelisken berühre, wird ein Verstand mit Bildern aus der Vergangenheit des Planeten überflutet. Die schrecklichen Anfänge der Gag wurden von diesem seltsamen Stein um Hilfe bei der Sprache bitten. Ich glaube, ich sollte mich beeilen, damit ich nicht sterbe unter Wasser. Du hast das Gagwort für Gebrüteter erlernt. Ja, das wird mir irgendwann noch gute Dienste leisten. Moment mal, kann ich da noch was machen? Ankunft, Tafel. Nee. Okay, aber geil. Ich habe schon wieder eine Ruine gefunden. Oh, Sauerstoffschutz bei 50%. Schnell nach oben. Auftauchen, auftauchen. Schnell, schnell, schnell. Lol, was ist das für ein Faden? Oh. Oh nein, rochen. Schnell raus aus dem Wasser. Wo ist jetzt mein Schiff? Da drüben. Okay. Schwimmen wir da mal hin. So, so. Ist hier noch irgendwas Wichtiges? Nicht wirklich, oder? Aber cool, da haben wir doch schon... Hey, was ist das für ein Symbol? Habt ihr das Symbol gerade gesehen? Das war so ein Tropfensymbol. Okay, da haben wir jetzt wieder ein neues Wort gelernt. Ja, ich steige ja schon ein. Hey, Moment mal, da rechts ist noch eine Technologie gewesen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt, wie wir es eigentlich geplant hatten für die Folge. Ja, ich habe nämlich auch keinen Startschub mehr. Wir starten jetzt mal durch und zwar... Starte ich jetzt in den Weltraum. Impulsantrieb offline, atmosphärische Störung, okay. Ah ja, jetzt geht's. Juhu!
Spielbär B. Okay, wir suchen uns natürlich einen Planeten aus, den wir noch nicht entdeckt haben, den wir jetzt als nächstes besuchen. Mal schauen, welchen wir da jetzt gleich nehmen. Vorher sollte ich vielleicht mal die Startschubdüse aufladen. Ach, kann ich nicht. Okay, ich brauche Plutonium. Okay, wir müssen auf einem Planeten landen, wo Plutonium zu finden ist. Muss ich mal schauen. Sehe ich noch irgendwie andere Planeten? Oh Gott, ich muss, darf mich nicht so schnell drehen. Da wird mir echt schlecht. Wirklich, das ist kein Spaß. Das ist... Oh, das ist so leicht schwammig, dieses Drehen. Ich bin auch jemand, der schnell seekrank wird. Das ist echt kein Spaß, Freunde. Wenn ich da mich zu schnell drehe, dann kriege ich es nackte Kotzen. Spielbär C. Nicht so schnell drehen, um Gottes Willen. Da ist der Stern. Oh, oh, cool, cool, cool. Das Zentralgestirn. Oh Gott. So, Moment. Wie war das? Galaxiekarte gibt's? Schauen wir uns das doch mal an. Spielbärsystem. Was ist denn das nächstgelegene System? Pi Jacknest, Jackmackne, Hackmackne, Hackenbacken. Wegpunkt hinzufügen. Warp-Berechnung bestätigt. Ich meine, ich kann einen Warpsprung durchführen. Wir könnten das ja mal spaßenshalber mal machen. Wir könnten jetzt mal zum nächstgelegenen System aufbrechen. Mache ich jetzt auch. Wuhu! Bis zur Unendlichkeit und noch vier weiter. Yeah! Wuhu! Das dauert ganz schön lange. Yay! System... Boah, was ist das? Pi-yik-ya-mok-yo-mok-yi entdeckt, okay. Soll ich mal auf so einem Schiff landen? Ich meine, jetzt, wo ich eh kein Plutonium habe, um irgendwo hin zu starten, weil wenn ich jetzt auf dem falschen Planeten lande und da gibt es nicht so viel Plutonium, dann sehe ich natürlich alt aus. Deswegen sollte ich vielleicht erstmal auf so einem Handelsschiff landen. Wenn man da überhaupt landen kann. Kann man bestimmt. Es muss gehen. Kann man da vorne reinfliegen? Nee, ne? Das sieht nicht so aus. Okay. Abdrehen! Abdrehen! Irgendwo kann man doch bestimmt mit denen handeln und kommunizieren. Die sind doch nicht nur zum Spaß da, oder? Irgendwas muss ich doch mit denen machen können. Ah, Moment mal, da hinten. Da kann ich bestimmt rein. Station, ja, das sieht gut aus. Da fliegen wir jetzt einfach mal hin. Boosten wir mal ein bisschen. Vielleicht nicht so schnell. So. Kann ich noch ein bisschen beschleunigen? Impulsantrieb offline. Raumstation in der Nähe. Okay. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Schneller. Ist da gerade einer rausgeflogen? Krass. Also aus der Raumstation. So, in den Penübel, in den hellen, da fliegen wir jetzt rein. Zum Aktivieren des Boost Space gedrückt halten. Ja, es geht ja nicht. Ich bin ja in der Nähe einer Raumstation. ...20 Sekunden. Dann verkaufe ich dann nämlich noch ein paar Sachen. Ich habe ja jetzt wieder ein bisschen was gefunden. Und dann habe ich hoffentlich ein bisschen Plutonium wieder. Und dann können wir nämlich auch wieder sicher davon ausgehen, dass wir von welchem Planeten auch immer wir dann jetzt landen als nächstes, dann da auch wieder wegkommen. Weil das ist nämlich immer das Problem. Man darf nicht auf dem Planeten hängen bleiben. Wie mache ich denn das hier? Achso. Das macht er von alleine. Die Landemanöver. Okay. Alles klar. Diese Raumstationen sehen wohl angeblich alle gleich aus, habe ich gehört. Vom Layout her. Also die unterscheiden sich nicht großartig voneinander. So, wo komme ich jetzt? Da oben kann ich rein, ne? Ich renne mal ein bisschen.
Bin ich mal gespannt. Aha. Oh, lol. Guten Tag. Aha. Fahnenträger Yui. Moinsen, Yui. Ich hätte gern mal eine Auskunft. Wenn das geht. Der sieht ja aus. Wie Dixi Yantiaxara Luhun Lasayuiki Sixian Empoven Haminin. Okay, die Nasenlöcher des Kriegers lodern, als mich ihm nähere. Als ich mich ihm nähere. Er holt die Luft und bellt etwas heraus, was eine Warnung sein könnte. Eilig zeige ich ihm, dass ich friedliche Absichten habe und nicht viel über ihn oder seine Sprache weiß. Okay, das ist also ein Klingone, alles klar. Er denkt einen Augenblick nach, packt daraufhin mein Multiwerkzeug und bellt mir dabei wieder mit reichlich Spucke ins Visier. Er deutet auf den Anzeiger, der verrät, welche Elemente ich bei mir habe. Ich tue mein Bestes, um die Ruhe zu bewahren. Ich gebe dem mal Oxid, oder? Der Krieger grunzt. Er bringt mir die Sprache seines Volkes etwas näher. Aha. Super, ich habe das Wort für Eindringling gelernt. Aber mein Ansehen hat sich verbessert, das ist immer gut. Ja, Kohlenstoff brauche ich, um zu interagieren. Kann ich, glaube ich, gerade erstmal vergessen. Da drüben kann ich, glaube ich, Sachen verkaufen. Meilenstein erreicht, was? Was? Nicht allein. Aliens getroffen. 4. Ja, sauber. Läuft doch. Weg. Ich will da handeln jetzt. Komm. So. Vorratsmatrix. Verkaufen wir erstmal ein paar Sachen. Was können wir denn verkaufen? Ich würde ja gerne diese komische... Sowas würde ich gerne verkaufen. Ich würde die ganzen Mineralien und sowas und die Metalle, die würde ich gerne alle behalten, ehrlich gesagt. Für irgendwelche Crafting-Rezepte und so. Überbrückungsschiff. Moment, jetzt kaufen wir mal Sachen. Was kann ich denn kaufen? Ich könnte kaufen Korvax-Gehäuse, Eiweißperle, ein Überbrückungschip. Das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Wie oft haben wir jetzt schon einen Überbrückungschip gebraucht, aber hatten keinen. Guckt mal, der kostet auch nur 4.400 und wir haben es ja. Was ist denn jetzt los? Ach so, ich habe schon einen gekauft, wa? Das geht mehr geht nicht. Okay, dann müsste ich den ja jetzt haben. Exo-Anzug-Inventar voll, Raumschiff-Inventar voll. Okay. Habe ich den jetzt? Moment, da muss ich jetzt mal gucken, ob ich den habe. Exo-Anzug. Überbrückungschip, jawohl. So, was können wir denn jetzt am ehesten noch verkaufen? Was gibt's im Universum reichlich? Also Emeril, da habe ich 2 Stacks, da kann ich den angebrochenen, den kann ich auf jeden Fall verkaufen. Komm, das machen wir jetzt auch. Gegenstände verkaufen. Aber wie kann ich denn einstellen, wie viel ich verkaufe? Moment, wie viel geht in einen Stack rein? Weiß es nicht. Irgendwie 275 sind ein Stack, ne? Machen wir das mal. Ja, obwohl, ich will ja das verkaufen, was ich über habe. Moment, dann sind das 25 plus 14, das sind... 25 plus 14 sind 39. Okay, dann müssen wir den Zähler ein bisschen niedriger einstellen. So viel will ich verkaufen. So. Jetzt müsste ich ja einen Platz im Inventar wieder frei haben, oder nicht? Nee. Und warum nicht? Weil es wieder nicht stackt oder so, ne? Ah, 29 von 250. 250 sind in einem Store drin. Okay, also verkaufe ich jetzt 29 nochmal von dem Emeril. Emeril. Oh Gott, das ist auch so bescheuert, dass es immer bei der höchsten Menge anfängt. Komm schon. 29. So. Genau, jetzt haben wir nämlich noch genau einen Stack über. Und einen freien Inventarplatz. Wunderbar.
Multiwerkzeugtechnologie. Neue Technologie entdeckt. Breitschussadapter. Yay. Sauber. Kupfer brauchen wir dafür. Haben wir aber leider nicht. Atlaspass brauchen wir hier. Haben wir leider auch nicht. Jetzt gehe ich nochmal auf die andere Seite rein. Vielleicht gibt es da ja was Schönes. Einfach mal runterhechten. Ich finde das auch gut, wie barrierefrei das hier alles ist. Es ist sehr gut gemacht für Rollstuhlfahrer. Guckt mal, keine Treppen oder so. Man kann alles wunderbar mit dem Rollstuhl erreichen. Oh, ein Händler. Das sieht auch aus wie ein Insekt. Ah, hier kann man nicht rein, okay. Aber mit dem kann ich handeln jetzt, oder? Schauen wir doch mal. Oh Gott, es wird ja immer besser. Kadett Gugense, Poi, Eindringling, Upschen, Hab, Waxues, Daimo. Der Krieger gibt ein zustimmendes Bellen von sich, um zu zeigen, dass er mit dir handeln will. Kann ich dir was verkaufen? Weiß nicht, was ich am ehesten verkaufen kann, was ich am dringendsten brauche. Ich weiß es halt nicht. Auf jeden Fall nicht den Überbrückungsschild. Wartet mal, Aluminium, da haben wir irgendwie nur 4 Einheiten. Komm. Wir verkaufen dem jetzt mal das Aluminium, dann haben wir wieder einen Inventarplatz frei. Und ansonsten... Zink haben wir auch nicht so viel. Kryosit, was ist das denn für ein Symbol da? So ein Sternchensymbol. Sehr mächtiges Element. In vielen hochentwickelten Technologiebauplänen, Komponenten und Produktrezepten. Dann sollte ich das vielleicht eher nicht verkaufen, oder? Dann brauche ich das vielleicht eher noch. Titan. Okay. Gut, da hast du auf jeden Fall was bekommen. So. Und ich habe wieder einen Inventarplatz mehr, ne? Genau. Gut, dann können wir ja hier wieder starten. Aber Moment mal, halt, nein, können wir nicht. Ich wollte doch Plutonium kaufen. Kaufen wir jetzt bei ihm hier. Jetzt hätte ich beinahe vergessen, dass ich ja eigentlich Plutonium kaufen wollte vorher. So. Kaufen. Hast du Plutonium? Plutonium. Nice. 48, komm. So. Einfach nur als Sicherheit. Damit ich dann nicht am Ende dastehe und nicht mehr wegkomme von dem Planeten. So, das wuchten wir auch gleich mal ins richtige Inventar. Das heißt, ich übertrage jetzt mal das Iridium in mein Inventar. Und das Plutonium ins Schiffsinventar. So. Und dann laden wir damit gleich mal die Startschubdüse auf. Boah, viel war das ja nicht, ne? Da komme ich ja jetzt gerade mal von der Station weg. Hm. Naja. Starten wir mal. Ah, okay, er verbraucht nichts, wenn ich hier starte. Alles klar. So, jetzt die Frage. Wo landen wir denn als nächstes? Auf diesem Planeten? Oder auf diesem Planeten? Idmachaida und Ojanveldun. Erstmal gucken, wo sich die Sonne befindet. Die befindet sich da. Dann ist der hier schon recht nah dran am Zentralgestirn, ne? Der ist weiter weg da hinten. Das könnte allerdings auch bedeuten, dass der hier eher rohstoffreich ist. Und der da hinten vielleicht eher bewohnbar ist. Weil er weiter weg ist. Ach, was soll's, wir landen jetzt einfach auf dem. Wir landen jetzt einfach mal auf dem und gucken mal. Vielleicht finden wir ja coole Ressourcen. Aber sehr viel Wasser scheint da nicht zu haben, oder? Das ist auch wieder nur so ein Felsbrocken. So ein Merkur-mäßiger ist das. Ah, komm, wir boosten mal ein bisschen. Boost! Oh, halt. Aha. Sieht auch wieder so aus wie so ein Eisplanet, so ein bisschen von oben. Jetzt bin ich mal gespannt. Adursk Al 567. Ah, was ist denn das da? Da unten ist gleich eine Station. Da fliegen wir gleich hin.
Da landen wir gleich. Da gibt's immer coole Sachen. Da ist sogar eine Landeplattform. Landen! Oh. Hier gibt's ja doch Pflanzen. Oh, was ist denn das da? Ein Krebs! Seht nur! Krebse! Sie kommen direkt auf mich zu. Ha, die sind feindlich. Scheiße. Ah! Oh, was ist das? Alter Verwalter, schnell in die Base. Boah, das sieht mal cool aus. Riesenhunde! Lasst mich rein, lasst mich rein! Huh, Moinsen. Okay. Feind schlechter Iut. Okay, ja, das... Ich glaube, wir werden sehr gute Freunde werden, ja. Ich würde sagen, an der Stelle ist es aber auch wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge No Man's Sky. Und dann geht's hier an dieser Stelle weiter. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, kann ich hier irgendwo speichern vielleicht? Das wäre noch ganz gut. Denn jetzt ist nämlich auch meine Aufnahmesitzung zu Ende. Gibt's hier irgendwo ein Beacon oder so? Ein Beacon, wo ich speichern kann? Aber gut, als ich mein Raumschiff verlassen habe, wurde ja ein Wiederherstellungspunkt gesetzt. Insofern kann ich ja dann wieder da einsteigen. Okay, dann ist an der Stelle jetzt die Folge zu Ende. Bis zur nächsten Folge No Man's Sky. Bis dann, ciao, ciao.